Okay, jetzt sollen wir die nur sein. Oh. Das kriegen wir doch hin. Das ist jetzt nicht so schwer. Wir müssen nicht die Tasten allzu oft drücken. Und relativ lange Zeit. Moin Leute, willkommen zurück. Wir sind mal wieder bei einer Runde Lego Jurassic World. Und natürlich wieder zurück auf der Insel. Wo auch sonst. Muss man gerade rausfinden, wo wir hin müssen. Letztes Mal sind wir ja vor dem netten Dino da abgehauen. Der jetzt in diesem komischen... wie nannte man das Ding denn nochmal? Leute mal eingesperrt wurden. Diese Riesenhandschelle. Oh, ich weiß nicht mehr, wie man die nannte. Wir müssen nach rechts. Okay. Was wir machen. So, sind hier mit unserem Team zusammen. Mal gucken, wie nützlich die noch sein können. Ja. Ja, anscheinend sehr. Weil wir den einen jetzt sofort schon brauchen. Nee, nee. Obwohl, wer hat den Haken? Du hattest den Haken, ne? Oder? Oh, der. Ah. Bisschen Wrestling. So. Schnell sein, bevor die nächsten kommen. Na komm. Ich bin anscheinend noch zu weit weg. Oh, oh, oh. Da ist Schlamm. Da sind wir ja fast gestorben. Darf ich hier? Ja, hier darf ich. Können wir den Baum mal so ein bisschen umziehen? Rumreißen, besser gesagt. Oh, ist schöner wegkicken. Nein. So, hier ist noch einer. Wo sich anscheinend kein anderer drum kümmern kann. Wir haben jetzt da. Ich habe keinen Bock mehr, gegen die Dinos zu kämpfen. Oh mein Gott. So. Alle platt. Haben wir denn den? Nein. Ja, den wollen wir haben. Denn der kann uns hier schön das Zeug zerschneiden. Damit wir da auch vernünftig durchkommen. Ja. Perfekt. Und hier geht's auch weiter. Geht's doch weiter? Ja. Diese Info wird dich von den Socken hauen. Aha. Ja, Hammer. Los jetzt, lad einfach schneller. Sie lassen einen 12-Jährigen allein Gleitschirm fliegen? Nein, er war nicht allein. Er war mit einem Ben Freund Hildebrand. Zusammen. Wie lange werden Sie schon vermisst? Seit 8 Wochen. Fast 8 Wochen. Und warum ich? Er hat gesagt, wir brauchen jemanden, der schon mal auf der Insel war. Ich war noch nie auf dieser Insel. Doch, natürlich. Das war Isla Nubla. Das hier ist Isla Sorna. Anlage B. Oh oh. Niemand rührt sich von der Stelle. Wir müssen ganz still sein. Und das hat mich bezogen. So, jetzt gibt es erstmal den Kampf der Giganten im Hintergrund. Wir sind aber jetzt mittendrin in der Mission. Und deswegen müssen wir ja zusehen, dass wir nebenbei möglichst viel Geld einsammeln, um den Bike wieder umzuführen. Letztes Mal war es ja echt knapp. Dann waren wir, glaube ich, bei 93 oder bei 97% sogar. Es ist Dr. Grant. Ja, aber der Doktor muss noch etwas warten. Dieses Geld gerade ein bisschen wichtiger als er. Oh, komm schon. Los. Ah, da ist schon weggemacht. Das können wir bestimmt noch zerstören. Yep. Nur noch ein bisschen auf und dann helfen wir dem Doc auch. Dann darf er da aus seinem Knast raus. Kopf zerstören, genau. Und jetzt können wir ihn rausziehen. Komm. Komm. Gut, dass die anderen da einfach nur rumstehen. Jetzt kann ich ihnen helfen. Den hatten wir doch schon. Wieso wird er uns jetzt immer angezeigt? Oh, oh, oh.
Darf ich nicht zu nah ran? Mit dem T-Rex aufnehmen anstatt mit dem Spinosaurus. Vielleicht können wir ihn ablenken. Ja, wie wär's denn, wenn wir die beiden einfach mal catchen lassen und einfach so aufhauen? Das finde ich gleich am besten. Das können wir nicht zerstören, okay. Hier kann man was machen. Das können wir doch zerstören. Ja, aber das möchte ich gerade noch nicht machen. Schöne Sachen. Dass sich zu zerlegen lohnt. Na komm. So. Was haben wir denn hier? Hier haben wir so einen Misthaufen. Ist das ein Misthaufen oder ist das einfach nur Dreck? Buddeln? Ja, er kann das. Ein Allround-Talent, wie es scheint. Jetzt macht das so endlich. Der Schiss. Wenn er ein bisschen weiter buddeln möchte. Oh. Eine Ente. Was passiert, wenn wir die runterziehen? Viel Glück. Ach, Crap, nein, das wollte ich nicht. Ich hätte eigentlich ganz gerne den Baumstamm jetzt mal zerlegt. Schade, ja, das ist so, man sieht ja bei Lego-Spielen nicht hundertprozentig, was weitergeht. Okay, jetzt können wir es aber nochmal. Mal interessieren, was dann damit passiert. Komm. Ah, okay. Ich hätte gedacht, dass da jetzt mit das Ablenkmanöver startet. Dann wollte ich jetzt zum Schluss machen, aber es ist ja leider nicht so gekommen wie gedacht. Müssen wir es aufbauen? Nee. Okay, jetzt soll mal die hier sein. Oh. Das kriegen wir doch hin. Das ist jetzt nicht so schwer. Wir müssen nicht die Tasten allzu oft drücken. Und relativ viel lange Zeit. Ich glaube, er braucht Hilfe. Kommen Sie! Wir müssen da rauf! Und der braucht keine Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Wir müssen hier weg. Nur schon einmal ausgestorben. Wäre nicht schlimm, wenn es nochmal passiert. Anders wird es sogar besser. Ah. Oh, jetzt ein Nest. Okay. So, schießen wir mal mit dem Typen hier, mit der. Der Glatze schießen wir mal noch entgegen. Okay, ich glaube nicht, dass sie mich gehört hat. Und dann. Habe ich der Tante einfach mal eins mit dem Gewehr verpasst. Jetzt muss ich einmal rumlaufen. Wohin? Einfach nur im Kreis. Nee. Hier kann man ein bisschen was zusammenbauen. Und dann sollte es eigentlich gewesen sein. Was bauen wir denn schönes? Katapult, oder? Nee, wir verfehlen. Ich würde sagen, das ist Katapult. Ja, das ist. Nun zu Ihnen, Dr. Grant. Was können wir den Dock machen? Ah, okay, weil es ein Seil ist, das wir durchschneiden müssen. Jetzt gehen wir mit dem Dock hin. So, hoffentlich kann der T-Rex sich jetzt oder von jetzt an alleine helfen, oder was? Zerlegen hier noch ein bisschen was. Zu, dass wir hier schnellstmöglich weiterkommen. Nicht zerbuddeln, sondern ausbuddeln. Mein Gott, ich bin heute so ein bisschen Brian Afghar, tut mir leid. Für das Durcheinander kann ich noch nichts machen. Wieso nicht? Wo sind die anderen Teile? Anscheinend nirgendwo. Doch, da sind doch Teile. Hier sind Teile. Der Rest. Okay. Ah, jetzt müssen wir noch zum Dino wechseln. Kann jetzt wahrscheinlich nochmal eine Runde austeilen. Komm schon. Oh. Was kaputt? Zerstör das Getier. Wieder mal am Haken, ne? Das müsste doch ganz gut funktionieren. So, was finden wir hier?
Noch mehr Knochen. Ja, doch mal zusammenbauen. Was kommt da raus? So, wer immer dahinter läuft, muss den Spinosaurus erneut ablenken. Was immer sein soll. Hier ist eine Art Katapult, aber. Naja, egal. Soll ich kurz ablenken? Anscheinend. Zusammen erstmal vor den T-Rex helfen. Der wird noch ein bisschen einer auskommen müssen. Und ich glaube, das kriegt er auch ganz gut hin. Schauen. Boah, der Balken fühlt sich ja echt langsam. Das heißt eigentlich, dass das Level noch ein bisschen länger gehen müsste. Mal gucken. So, das können wir bestimmt noch zerstören. Und wir zusammenbauen. Klar. So. Dann wollen wir nochmal drehen. Was machen wir damit? Ah, wir spannen den Baum. Ja, wahrscheinlich, genau. Das Ding gegen den Dino knallen. Sehr gut. Sollen wir hier wechseln? Jo. Das ganze Tier nochmal angreifen. Komm schon. Teil aus. Mach's kaputt. Zerstör das Biest. Ja, 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 ja. Oh, okay. Los, gehen wir, solange die beschäftigt sind. Da drunter her. Vielleicht nicht die beste Idee. Sieh mal, drin nach vorne. Warum? Mr. Kirby. Diese Kirby Enterprises gibt es gar nicht, oder? Kirby Fliesenlacke und Meer. Das Meer steht für Badezimmerausstattung. Wir sind im Einkaufszentrum Westgate in Enid, Oklahoma. Billy, wir gehen zur Maschine zurück und bergen, was wir können. Dann weiter zur Küste. Dr. Grant, wir verlassen diese Insel nicht ohne unseren Sohn. Sie können ihn ja gerne suchen. Hä? Sie sind auch kein richtiger Söldner, oder? Das habe ich nie behauptet. Und? Was machen wir? Wir suchen Ihren Sohn. Da, wo die hingehen. Großartig, hinterher. Ja, bei dem würde ich auch bleiben, das ist bestimmt sicher. Kann ich mit der Kanone umgehen. Wir finden ihn. Hörst du mir zu? Wir finden ihn. So, aber mit der Geschreierei würde ich sagen, war es das dann für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn ihr Bock habt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis dahin noch rein. Ciao.